So, da sind wir mal wieder. Ich habe heute was ganz Besonderes, ganz Tolles für euch. Und zwar habe ich heute einen ganz super, klasse, tollen, geilen Brief bekommen von einem Fan. Der hat mir etwas geschrieben, und zwar hat er mir etwas geschrieben zum Thema Scuba-Fetisch. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist eine ganz super tolle, geile Sache, von der ich so vorher auch noch nichts gehört hatte. Ich habe denjenigen gefragt, ob ich seinen Brief hier für euch mal vorlesen darf. Er hat da sein Einverständnis gegeben, und deswegen lese ich jetzt einfach mal vor, was der nette junge Mann mir da Schickes geschrieben hat. So, und zwar schreibt er: Hallo Hera, hier mal meine Eindrücke in Sachen Scuba-Fetisch. Scuba aus dem Englischen übersetzt heißt so viel wie Taucher mit Ausrüstung, in Klammern Atemgerät. Und eben diese Ausrüstung hat für manche Leute eine magische Anziehungskraft und wirkt sexuell sehr stimulierend. Es sind die eng anliegenden Neoprenanzüge, die an einem gut gebauten Body echt toll aussehen. Oder aber auch die schweren Anzüge aus dickem Gummi, die schon manchmal sehr brutal aussehen können, in Klammern, und auch sollen. Es gibt auch tolle Masken, besonders die Vollgesichtsmasken, die das ganze Gesicht umschließen und einen damit komplett von der Außenwelt abschließen, sind sehr reizvoll in Verbindung mit dem Atemregler an der Maske und der Verbindung der Pressluftflasche mittels Schlauches. Okay. Also, für die Nichttaucher unter uns, wenn ihr euch das mal so vorstellen könnt, Atemgeräte sind immer ein komplett geschlossenes System. Das heißt, du hast hier so ein Atemregler-Gerätteil im Mund, und das geht dann eben, ist dann mit der Pressluftflasche verbunden, und du atmest eben komplett aus dieser Flasche. Das nur mal so als Anmerkung am Rande. So, er schreibt weiter: Es gibt sogar zum Tauchen umgebaute Gasmasken, die aber nur für geringe Tiefen geeignet sind. Manche haben einen besonderen Faible für schwere, schwarze Flossen an einem Frauenfuß. Finde ich auch eine super interessante Sache. Ein schwerer Bleigurt rundet das Gesamtbild ab, ebenso wie die Grundfarbe in Schwarz. Aber auch bunte Taucher, in Klammern Taucherinnen, können geil sein. Das Ganze spielt sich nicht nur visuell ab, und nur Kopfkino ist auch irgendwann langweilig. Es läuft natürlich irgendwann darauf hinaus, dass man es ausleben will in den verschiedenen speziellen, sagen wir mal, Spielarten, die ich dem BDSM für meine Verständnisse zuordnen würde. Diese Spielarten, Klammern Session, können auf dem Trockenen sein und natürlich als Steigerung und Hauptziel unter Wasser stattfinden. Ein privater, angemieteter Pool ist natürlich klasse dafür, aber auch im Freiwasser ist es oft gut möglich. Sessions können beinhalten Fesselspiele Bondage, Breath Control, das ist Atemkontrolle, Ankettung und Gewichte und andere Gemeinheiten. Er schreibt ganz, ganz viele zwinkernde, grinsende Smileys dahinter. Ich für meinen Teil mag die BDSM-Szene sehr, habe auch schon in klassischen Clubs reingeschnuppert, doch irgendwie komme ich immer wieder zum Scuba-Fetisch zurück. Ist halt doch das Größte für mich. Vielleicht auch, weil das Vertrauensverhältnis untereinander noch eindeutig größer sein muss. Du weißt ja, wie es ist unter Wasser. Das schreibt er, weil er weiß, dass ich auch Taucherin bin. Ich bin eigentlich sogar Tauchlehrerin, mal so zur Information. Das heißt, ich hätte tatsächlich sogar die Möglichkeit, sowas zu filmen. Bräuchte ich nur noch Darsteller dafür. So, er schreibt weiter: Nachteil ist definitiv, dass man es eher selten ausleben kann. Schade, bis vor ein paar Jahren gab es Pool-Fetisch-Partys, mehrmals im Jahr, im kleinen Kreis, waren immer so 20 bis 25 Leute. Naja. Freue mich, von dir zu hören. Viele Grüße, Pitt. So. Jetzt meine Frage an euch. Der Pitt hat mich da jetzt auf eine Sache gebracht, die ich so vorher echt überhaupt noch gar nicht kannte. Wobei, ich gebe zu, ich hatte diese Idee, so einen Unterwasserfilm zu drehen, hatte ich durchaus schon mal. Aber ich bin eigentlich ziemlich begeistert von dieser Scuba-Fetisch-Sache. Also, dass man da eben SM-Elemente mit einbringen kann. Das ist was anderes als so normalen Unterwasserporno, ne? Und deswegen ist meine Frage an euch: Was haltet ihr von der Idee? Würdet ihr sowas sehen wollen? Würdet ihr bei sowas mitmachen wollen? Wie gesagt, filmen kann ich das Ganze, helfen kann ich notfalls auch, auch dafür bin ich ausgebildet. Aber ich brauche natürlich auch noch Darsteller für so eine Geschichte. Praktisch, dass ich Tauchlehrerin bin. Also wenn du Darsteller oder Darstellerin bist, aber noch nicht tauchen kannst, dann kannst du natürlich dann auch zu mir kommen, dann bringe ich dir noch das Tauchen bei. Kriegen wir auch alles hin. Ja, schreibt mir einfach mal eure Meinung zu dem Thema, sagt mir, wie euch die Idee gefällt, ob wir sowas mal machen wollen oder nicht. Ja, da bin ich ganz gespannt drauf, auf euer Feedback, ob so ein Film zustande kommt. Gut finde ich die Idee, alle Male, auf jeden Fall. Ja, ich zeige euch jetzt nochmal einen kleinen Ausschnitt davon, wie das aussieht unter Wasser, also wie ich aussehe unter Wasser. Da bin ich irgendwann mal ohne alles nach unten getaucht und habe dann irgendwo unter Wasser meine ganze Ausrüstung zusammengebaut. Ich zeige euch nicht das ganze Video, aber
Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich da keine Maske auf dem Gesicht habe und keine Flasche auf dem Rücken. Das habe ich alles erst unten am Meeresboden zusammengebaut. Und davon gibt es ein Video. Und das kriegt ihr jetzt noch als kleinen Bonus. Schreibt mir, was ihr von der Idee haltet. Bis dahin! Thank you.